Tja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Die Sims 2 für den Nintendo DS. Im Vorhinein, vor dem Intro, habe ich, glaube ich, nochmal zusammengefasst, was jetzt in den letzten Stunden so los war. Deswegen starten wir auch mit einem Spielstand von 23:30 am 22.07. Wie gesagt, wann diese Folge kommt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist sehr viel später, aber naja, du weißt Bescheid. In der Managa Suite. Wer ruft ihn jetzt schon an? Komm runter zu Mamas Kneipe und feier. Die Hotdogs sind im Angebot. Und es regnet, wie wir hören. 9 Nachrichten, die haben wir, glaube ich, alle gelesen. Abgesehen von der ersten natürlich. Jawohl. Da sollten wir auch in Zukunft schön aufpassen, ne? So, es ist 0.42 Uhr. Das ist übrigens Stichzeit, wenn mich nicht alles täuscht. Denn, Moment. 15 Simoleons bekommen wir vom Eugene, vom Eugen. Das ist natürlich schön. Warum darf Eugene Panzer in deinem Hotel randalieren, aber ich nicht? Warte, vielleicht sollte ich es einfach tun. Vielleicht. Hey, fass das nicht ein! Diese sinnlosen Nachrichten. Achso, jetzt ist er wütend. Klar, gerade noch. Ja, na klar. Und du? Dir geht's gut, Sigi, ne? Alles klar. Und zwar vor ziemlich genau 8 Stunden haben wir ja angeschoben, dass sie hier, warte mal. Sigi, geh mal weg, bitte. Ich würde mal den Eugene schnell noch beruhigen. Und dafür bekommen wir Brennstäbe, es donnert und Tristan rennt hier rum. Das heißt ja unweigerlich, dass die Baustellen fertig sind. Und da gehen wir doch direkt mal gucken. Und schauen mal, es müsste ja dann hier unten sein. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles haben. Das geht nämlich auf, Freunde. Da schauen wir mal. Du hast das geheime Lagerhaus entdeckt. Wer weiß, welche vergessenen Schätze hier noch im Verborgenen liegen. Ja, ne? Irgendwelche Kisten mit Ahornblättern drauf. Irgendwelche Spinde. Ich kann mich an diesen Raum gar nicht erinnern, ey. Ist schon so lange her. Bigfoot. Ja, wie geht's? Du hast Bigfoot aus der Gefangenschaft befreit. Was für ein wunderbarer Tag. Bigfoot dankt dir sehr. Er wird glücklich sein und deine Gäste... und dich und deine Gäste freundlich behandeln, solange du ihn fütterst. Eine kleine Portion Futter täglich reicht für Bigfoot völlig aus. Ja, wir kriegen eine SMS. Das ist natürlich Nachrichten voll. Ach, wie schade. Seaman. Ich glaube, die Wandel sind gebrochen. Voller Schleim. Ist das meine Schuld? Wahrscheinlich, ja. Kurzer Test, wenn wir diese Nachricht löschen. Kommen wir zur ersten. Gut. Dann ist der Nachrichtenspeicher eben voll. Dann kann uns eben keiner mehr SMS schicken. Dann ist es so. Und hier haben wir Zoltron. Den können wir mal wahrsagen lassen. Du hast dir dein Vermögen bisher redlich verdient. Aus dieser Maschine kommen also offensichtlich auch die Zettel, die wir bekommen haben. Ja, Tiramar, ey. Auf jeden Fall, ey. Alles klar, ey. Liegt hier noch was drin? Nein. Das heißt, Bigfoot ist hier das einzige Geheimnis, oder was? Toll. Hat sich ja gelohnt. Ja. Dann haben wir das auch. Wie ist eigentlich unsere Hotelbewertung so? 77% trotzdem nur. Du hast die Genehmigung erhalten, das Labor von Merkwürdighausen zu benutzen. Finde mumifizierte Außerirdische in der Wüste und entnehme ihre Organe, um sie zu verkaufen. Wie eklig ist das denn? Das Kennzeichen liegt hier ganz merkwürdig da. Da haben wir auch einen Song freigeschaltet durch das Kennzeichen. Also durchs 12., um genau zu sein, das wir gefunden haben, was ja die Hälfte ist von allem. Und wie winzig das hier ist. Alien-Autopsie. Spielregeln. Mit Alien-Organen kann man ganz schön Kohle machen. Finde einen mumifizierten Außerirdischen in der Wüste, bring ihn her und nutze ihn für Experimente. Was ist denn nun los? Fahre jedes Organ vorsichtig mit dem Laser nach, damit es entfernt und im Kühlraum platziert werden kann. Vergiss nicht, Organe sind empfindlich und Kohle gibt's nur für gesunde Exemplare. Achtung vor den Alien-Parasiten. Entferne sie mit einer Pinzette, bevor sie deine wertvolle Ware beschädigen. Ich muss mich gleich übergeben.
Wir machen erstmal eine andere Musik an, bitte. Wir können uns ja mal schnell den Song anhören, den wir freigeschaltet haben. Schlägertypen Combat Mode. Was zum Teufel? Ah, den habe ich früher gerne gehört, den Song. Jetzt, ja, jetzt kommt. Jetzt kommt die Erinnerung. Ich würde sagen, der passt auch besser hierher als irgendwas anderes. Das ist wieder dieselbe Kacke mit diesem Scheißglas, wie bei Scrapland damals. Oh. Fuck. Mein Gott. Kann sich nur so blöd anstellen. Genau, das Schöne an dem Song ist, da ist einfach eine fette Pause drin. Aber das ist okay, wir lassen den Song mal an, den müsst ihr sicher merken. So, na fein. Dann haben wir uns hier schon alles angeguckt, haben das Kennzeichen für die 0 Uhr Stunde. 0 Uhr, weißt du? Ich sag mal lieber nichts. Der Reaktor ist voll, der Detektor ist voll. Dann können wir mal noch ganz kurz hier gucken. Aha. Okay. Es ist ja mittlerweile schon Montag. Und wir gucken mal schnell in den Tresor rein. Und drucken einmal schnell Geld, würde ich sagen. Danke. 10 Simoleons. Schon krass. Was sehen meine Augen, meine entzündeten? Ach, schön. Hier sind Vorhänge, hinter die wir nicht können. Können wir vielleicht irgendwie dahinter gucken mit der Kamera? Da sind nur Metallbügel. Und keine Reichtümer. Überhaupt Reichtümer von Hotelgästen? Das tragen sie doch alle bei sich, um es dann in der Kunstgalerie auszugeben. Übrigens, was ich vorhin festgestellt habe, es sind jetzt auch einige Leute nicht in der Stadt, tatsächlich. Wenn wir jetzt irgendwie mal, ich weiß nicht, wer war denn nicht da? Wir können Bigfoot anrufen, geil. Genau, Bruno Metzolto, traurig, der ist also da. Verlassen, dann... War vorhin die Lutz Rosika traurig, Aufenthaltsort Asialaden? Die sind alle traurig, ist ja schade. Wilma Welle, romantisch. Jetzt sind sie plötzlich alle da. Vorhin, also vor ungefähr einer Stunde, diese. Es kotzt mich an. Ständig diese Momente, wo einem das Herz dann irgendwo hinsinkt und man sich halb anfeißt. Mann, ey. So. Was hat es nur mit diesem Stein auf sich? Ich bin sicher, wir finden es noch heraus. In Klammern, wir finden es noch heraus. Dann gehen wir einmal schnell in die Kühlkammer und gucken mal, ob hier was ist. Nein, hier ist nichts. Nee. Aber wir können das Fleisch schlagen. Dann stinken wir wieder. Und laden unsere Energie auf. Haben wir eigentlich Aufgaben? Wir können jetzt in die Wüste gehen und dort die Kiste vergraben. Das werden wir gleich machen. Vorher würde ich mir noch die neuen Läden angucken, die wir haben. Vielleicht immer noch 87%. Ja, wir sind jetzt gerade genau in dem... Oh! In dem Moment, in dem Zeitraum, wo hier alles fertiggestellt wird. Geil. So. Dann gucken wir nochmal schnell hier rein. 88 jeweils. Da werden sich vielleicht einige drüber freuen. Und wenn das so ist, aus den Gründen, aus denen ich es mir gerade so denke, dann verpisst euch! Danke. So. Wir, die Zimmer hatten wir alle fertig. Es waren nur noch hier hinten Räume. Die Saxophonbar. Hier war doch jemand drin, der traurig ist. Dann sollten wir das mal schnell... Ja. Hey. Ein Kürbis. Ja, na toll. Richtig, also ich muss sagen. Genau, komponieren machen wir noch. Aber nicht jetzt. Und wir sollten dann mal in Mamas Kneipe gehen, weil da ja offensichtlich die Hotdogs runtergesetzt sind. Oh! Na, schau mal einer an. Geil. Dann müssen wir hier mal schnell saugen. Oh, ein Schrumpfkopf. Guck mal. Für 50. Geilo. So, Dreck, hier hängt noch alles, wundervolle Gemälde und es sind aber trotzdem Meisterwerke. Ich habe immer noch nicht geguckt, was ein Magnum Opus ist. Verdammt.
So, im Asialaden war hier nicht auch jemand traurig? Oder das? Und wir bekommen einen Kürbis von Eder Abby. Eber Abby, meine ich. 10 Simoleons. Ist ja cool. Und wir haben gerade Geld gekriegt, aber ich weiß nicht wofür. Und du möchtest umschwärmt werden. Ich weiß nicht, was uns das bringt, tendenziell. Lasst mich mal durch, bitte. Könnte ich bitte durch? Nein! Ja. So, wir gucken kurz in die Mittelkonsole, ob hier vielleicht was an Items rumliegt. Na? Ja, schön, dass du noch gut drauf bist. Oh, ein Brennstab. Den nehmen wir gern. Nicht wahr? So, dann gucken wir nochmal schnell hier. Im Casino. Und... was ist das eigentlich? Ach, ein Monitor. Ein viel zu großer. Dir geht's gut, das ist schön. Ach, guck mal da. So. Und damit haben wir, glaube ich, 4 Fähigkeitenpunkte bekommen. Lobby, Tresor, hier und in der Kunstgalerie. Ist ja schön. Da haben wir das schon mal wieder. Na schön. Dann gehen wir mal ins Fitti, würde ich sagen, oder? Das Fitnesscenter von Mergwürdighausen ist Luxus pur. Ob Jogging oder Sonnenbank, deine Gäste werden diesen Raum lieben. Sagste. Sagste, meinste, tuste, wa? Oh! Eine Sonnenbank. Da kann man auch witzige Dinge machen. Laufbänder? Hanteln. Kann man damit interagieren? Ne, es sind nur Hantelscheiben. Und fancy rote Toiletten, wo alles offen ist einfach. Aber gut, da haben die Leute sich ja nicht so. Ja, witzig, ne? Schließfächer, an die man nicht dran kann. Tja, sehr toll. Also hat unser Hotel jetzt alles, was es braucht, so ungefähr. Beziehungsweise die Bar haben wir noch. Die Safari-Bar ist das, glaube ich. Ach so, ich hatte ganz... Nee, doch, hatte ich. Ah, okay. Moment. So. Die Safari-Bar ist Ägyptens größte Erfindung seit den Pyramiden. Esse, trinke, tanze und nimm deine eigenen Songs auf. Noch eine Location, in der wir eigene Songs aufnehmen können. Oh. Und wir bekommen Brennstäbe. Ist das nicht toll? So, ich glaube, Leute wollen uns SMS schreiben, weil sie hier Gemälde kaufen. Die kommen aber nicht mehr an, weil der Speicher voll ist. Das tut mir natürlich leid. Safari-Braut. Safari-Braut. Naja, klar, klar. Was gibt es hier denn? Natürlich in Ägypten gibt es Pommes, Nachos, Schokolade, ein Shake grollender Tiger, ein Erfrischungsgetränk aus Durian, Sternfrucht und Pflaume. Dann gibt es noch die Löwenmähne, eine wilde Mischung aus Mango und Cantaloupe. Und Haya Safari, ein verrückter Mix aus Banane, Orange und Passionsfrucht. Den würde ich trinken. Wir kaufen mal sahnig weiche Milchschokolade mit besten Zutaten. Schmilzt auf der Zunge. Das kaufen wir mal einmal. Da werden wir mal sehen, was wir damit anstellen. Das machen wir jetzt gleich. Denn wir haben uns jetzt alle Räume angeguckt. Hotelbewertung? Trotzdem nur 87. Ich sage, wir können noch einen Raum bauen. Ich bin ganz ehrlich, da habe ich gelesen, dass man den geschenkt kriegen kann unter Umständen. Deswegen bin ich jetzt hier gerade noch ein bisschen am Überlegen, ob ich die 3.500 nicht einfach mal ausgebe. Ich gehe nochmal in die Kunstgalerie und lasse es mir durch den Kopf gehen. Ich glaube, ich würde erstmal die Quest weitermachen und die Rumpelkiste vergraben. Und dann können wir ja immer noch gucken, ob wir das bauen. WG, ja? Hm. Ein Brennstab, vielen Dank. Und eine leere Leinwand. Guck mal, Wilma, das mal ich nur für dich. Oh, abgerutscht. Mist. Deswegen ist es auch respektabel, weil ich abgerutscht bin. Das ist übrigens Dreck. Das sieht man hoffentlich. Und hier haben wir noch eine leere Leinwand. Und da können wir ja einfach mal ein bisschen uns Mühe geben auch. So. Meisterwerk, siehst du, sag ich.
Die müssen wir mal einen anderen Song anmachen. Wir haben ja jetzt welche freigespielt, ohne es zu wissen.